Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus meiner Reihe Das Wissen vom Heilen. Heute möchte ich Ihnen gerne kinesiologische Selbsttests vorstellen. Das heißt, die Möglichkeit, kinesiologisch, also über das Körperwissen, Informationen zu bekommen. Und es gibt drei Möglichkeiten, die relativ verbreitet sind, bei meinen Kostteilnehmern auch sehr, sehr beliebt sind. Ich werde Ihnen drei verschiedene vorstellen. Und ich würde Ihnen vorschlagen, einfach alle drei auszuprobieren und dann diejenige zu nehmen, die Ihnen am nächsten liegt oder die gut funktioniert. Kurz ein paar Informationen zur Kinesiologie. Was sind kinesiologische Selbsttests? Kinesiologie beruht auf den Arbeiten von Herrn Goodhart, einem Chiropraktiker aus den USA, der in der Mitte der 60er den Zusammenhang zwischen bestimmten Meridianpunkten und bestimmten Organsystemen wiederentdeckt hat. Im Prinzip, das ist einfach Wissen der traditionellen chinesischen Medizin. Aber er hat das einfach in den Westen gebracht und ein bisschen in westliche Vorstellungen übersetzt. Und zum Zweiten den Zusammenhang zwischen Stress und Muskeltonus. Er hat herausgefunden, dass wenn wir unter Stress geraten, egal welche Form von Stress, die Muskeln schwach werden, also kurzzeitig abschalten. Meine Erklärung dafür ist, dass Muskeln kurzzeitig für Millisekunden elektromagnetisch nicht versorgt werden. Muskeln funktionieren elektrisch, also Nervenübertragung ist elektrisch. Das heißt, wenn wir unter Stress geraten, scheint so eine Art kleiner Kurzschluss im System zu entstehen. Und das macht sich der Muskeltest zunutze. Und wir gucken einfach, ob mein System etwas stresst. Und normalerweise ist das so, dass das zwei Personen machen. Das heißt, eine Person hat einen Indikator, Muskel oder Arm. Und die andere Person versucht, einen möglichst gleichmäßigen Druck auszuüben. Das ist nicht immer einfach. Das ist auch ein bisschen das Problem bei Muskeltests, dass sie nicht ganz, sauber ist das falsche Wort, aber schwer reproduzierbar sind, weil einfach der Muskeltonus immer ein bisschen unterschiedlich sind, wie immer, wenn Menschen irgendetwas machen. Es gibt drei oder mehrere Möglichkeiten, sich selber zu testen, weil bei den klassischen Tests brauchen Sie zwei Personen, einen Tester und einen Getesteten oder eine Getestete. Und bei den Selbsttests ist es möglich, dass Sie selber nachfragen. Wir kommunizieren auf gewisse Art und Weise mit der Körperintelligenz. Alle, die mich kennen und meine Arbeit kennen, wissen, dass ich ein großer Fan von Körperintelligenz bin. Das heißt, sehr viel Wertschätzung diesem extrem intelligenten System entgegenbringe, das pro Sekunde mehrere, vieltausende Stoffwechselvorgänge gleichzeitig orchestriert, managt. Also ich bin ein großer Fan von Körperintelligenz. Es ist nur relativ normalerweise nicht einfach, damit zu kommunizieren. Das merken wir, wenn wir eine Krankheit haben. Es ist oft ganz, ganz schwer und ein sehr, sehr mühsamer Weg, die Botschaft dahinter zu sehen. Also aus meiner Sicht ist eine Krankheit nie ein Problem an sich, sondern immer ein Hinweis auf ein Problem oder ein Ungleichgewicht im System. Ob nun körperlich, emotional, seelisch, spielt aus meiner Sicht keine große Rolle. Es ist sowieso ein System. Aber es ist relativ schwer, diese Spitze vom Eisberg dann auf den Kern zurückzuverfolgen, weil wir einfach die Kommunikation mit unserem Körper im Prinzip wirklich abgebrochen haben irgendwann mal. Das ist eine Erziehungssache. Frauen haben meistens noch etwas besseres Gefühl für ihren Körper als Männer. Aber in unserer Gesellschaft ist das eben sehr, sehr abgebrochen im Prinzip, diese Kommunikation. Und das macht es uns auch manchmal so schwer bei Beschwerden, die nicht als Strafe zu sehen, sondern wirklich als Feedback-Mechanismus, was es einfach nur ist. Das heißt also wirklich vom Symptom wieder zurückzugehen auf den Verursacher oder die verursachenden Mechanismen. Und kinesiologische Selbsttests können uns helfen. Ich wende sie gerne an, zum einen um Unverträglichkeiten zum Beispiel abzutesten. Dafür ist es, finde ich, sehr, sehr gute Möglichkeit. Und zum zweiten, das kommt auch häufig in meinen Kursen, um Grundüberzeugungen zu testen. Das Problem bei diesen Grundüberzeugungen, die wir haben, ist dass die einfach so selbstverständlich geworden sind, also so entweder so unterschwellig waren, einfach vorgelebt oder so oft trainiert worden sind, dass sie vom Bewussten ins Unbewusste irgendwann gewandert sind. Wie alles, was wir gelernt haben, ist erst bewusst und je automatischer wir können, desto weiter rutscht es nach hinten in den unbewussten Bereich. Ich nenne das Programmbereich, also wo die ganzen Automatismen sind, wie Laufen, Sprechen, aber eben auch Weltanschauung, Wertesystem, Selbstbild und so weiter. Und das Problem ist, dass wir dann ab dann nicht mehr bewusst zugreifen können. Es ist so selbstverständlich geworden, dass wir es nicht mehr erkennen.
vergleiche das immer so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser. Ein Fisch kann Wasser nicht als Wasser erkennen, genau wie wir Luft normalerweise nicht wahrnehmen, weil das so selbstverständlich ist. Erst wenn der Fisch aus dem Wasser mal rausguckt, sozusagen Luft wahrnimmt und dann wieder zurück ins Wasser geht, kann er den Unterschied einfach wahrnehmen. Also kinesiologische Selbsttests, finde ich, sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit dieser Körperintelligenz zu kommunizieren oder mit dem Unbewussten, wenn Sie so wollen, ein Teil aus meiner Sicht dieser Körperintelligenz oder der Gesamtintelligenz des Menschen, und Fragen zu stellen. Zu den Fragen komme ich nachher noch, weil das ist eigentlich das große Geheimnis, finde ich, bei kinesiologischen Tests, ist nicht die Mechanik des Tests, sondern die Art, wie ich frage. Je klarer ich frage, desto klarer ist die Antwort. Ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört, werde ich gleich noch drauf kommen. Aber ich zeige Ihnen erstmal die Testmöglichkeiten, also die drei Möglichkeiten. Und dann werden wir noch kurz drüber sprechen, wie man Fragen stellen kann. Es gibt mehrere Testmöglichkeiten. Ich habe drei in der Praxis als sinnvoll festgelegt, einfach weil die Kostteilnehmer sie gerne machen, weil es gut funktioniert. Es ist selten, dass jemand alle drei Testmöglichkeiten gut beherrscht. Es ist meistens eher so, dass man sich eine rauspickt. Es ist auch vollkommen ausreichend, eine zu beherrschen. Wenn man die dann mit der Zeit wirklich gut kann, ist das ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Aber wie immer, behalten Sie Ihren gesunden Menschenverstand bei. Ich würde mich nie hundertprozentig auf keine Art von Test verlassen. Weder alternativmedizinisch noch sonst wie. Ich würde immer gegentesten, wenn es wirklich ein bisschen was Wichtigeres ist oder strittig. Das würde ich immer noch mal von jemand anders gegentesten lassen oder schulmedizinisch testen lassen, ob es Bakterien sind oder was auch immer. Ich würde mich also nie auf einen kinesiologischen Test alleine verlassen. Bei der Abfrage von Glaubenssätzen, Grundüberzeugung, ist es schon so, dass die Antwort sehr akkurat ist aus meiner Sicht. Also wenn ich das dann immer gegenprüfe bei meinen Kostteilnehmern, dann haben wir fast immer eine Übereinstimmung. Also da scheint die Verlässlichkeitsrate sehr, sehr hoch zu sein. Bei anderen Sachen, wie gesagt, also je wichtiger es ist, je schwerwiegender es ist, desto mehr würde ich auch absolut zweite, dritte Meinung einholen, wie immer. Kein Test ist 100%, auch kinesiologische Selbsttests selbstverständlich nicht. Aber wie gesagt, im Alltag ein sehr, sehr probates Mittel, um Unverträglichkeiten abzutesten, um zu fragen, ob ich das wirklich will oder nicht, wenn ich mir unsicher bin. Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Der erste Test ist ein klassischer O-Ring-Test. Den haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das heißt, Sie formen mit der einen Hand, ich nehme jetzt mal die linke, ich bin Rechtshänderin, also die nicht dominante Hand, und Sie formen ein O, und zwar können Sie das entweder mit dem Daumen, dem Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger oder Daumen, Ringfinger machen. Daumen, kleiner Finger ginge technisch auch, habe ich aber noch nie wirklich in der Praxis erlebt, weil einfach der Muskeltonus da zu schwach ist. Bei den anderen dreien Kombinationen, die sind möglich. Ich persönlich nehme Daumen und Mittelfinger. Gibt bei mir das beste Testergebnis. Probieren Sie einfach alle drei Varianten durch und schauen Sie, was für Sie am besten funktioniert. Das ist die eine Hand. Die zweite Hand macht einen zweiten Ring und dieser zweite Ring greift in den ersten hinein. Ich nehme hier wieder Daumen und Mittelfinger. Ich könnte aber auch hier wieder alle drei Finger nehmen und am besten testen Sie auch hier wieder durch. Also ich nehme Daumen und Mittelfinger als für beide Hände als Test und kalibriere einmal mit einem Ja und einem Nein. Ich zeige Ihnen den Unterschied und ich erkläre dann auch kurz, warum wir Ja und Nein nehmen oder was das Gehirn physiologisch auch für Unterschiede macht. Bei einem Ja ziehe ich mit der rechten Hand, also mit der dominanten Hand, versuche ich gegenzuhalten, versuche ich zu ziehen und die linke hält dagegen. Mit einem Tonus, der beides im ungefähr Gleichgewicht hält, bei einem Ja. Ein Nein, Sie sehen, flutscht der Finger durch. Das heißt, ich kann mit dieser Hand den Muskeltonus nicht gegenhalten, der auf der anderen Seite ist. Nochmal einmal Ja, einmal Nein. Also ich versuche mit dem ungefähr gleichen Zug zu ziehen. Der Unterschied ist zwischen Ja und Nein, ist gehirnphysiologisch, dass bei einem Ja, wenn Sie Ja denken oder sagen und ein EEG machen, also eine Gehirnaufnahme vom Gehirn, dann sehen Sie ganz andere Regionen aktiv als bei einem Nein. Bei einem Nein sind sehr viel mehr Stressanzeigenareale aktiv. Das liegt so ein bisschen dran, dass natürlich ein Nein in der Kindheit früh gelernt, meistens etwas unangenehm verbunden ist, ein Ja meistens etwas angenehm. Deswegen verankert sich das im Gehirn oder koppelt sich mit anderen emotionalen Zuständen einfach im Gehirn. Deswegen lässt sich mit einem Ja und einem Nein gut diese grundsätzliche Reaktion testen. Und wir können später eben auch Ja-Nein-Fragen stellen. Also es ist schon so ein bisschen beides.
Manchmal wird empfohlen, nach dem Namen zu fragen, also zuerst nach dem richtigen eigenen Namen. Also in meinem Fall, ich heiße Susanne, ja. Und es wird dann empfohlen, irgendeinen gegengeschlechtlichen anderen Namen zu nehmen, zum Beispiel jetzt Peter, ich heiße Peter, nein. Sie sehen aber, dass bei mir die Reaktion nicht so stark ausfällt, nicht so klar wie bei einem Ja und bei einem Nein. Also bei Ja, Nein ist bei mir die Reaktion viel, viel stärker und sehr viel klarer als bei diesen Namensabfragen. Probieren Sie aber einfach aus, was bei Ihnen ein klares Ergebnis gibt. Also entweder Ja, Nein testen oder Ihren richtigen Vornamen und einen falschen, am besten gegengeschlechtlichen Vornamen, weil das dann einfach wirklich mit einem Nein oder mit Stress beantwortet wird im Organismus. Die zweite Möglichkeit mit den Testmöglichkeiten zu testen, ist Stress, nicht Stress abzufragen. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Sie jetzt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben und jetzt verschiedene Nahrungsmittel durchtesten, wäre eben eine Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel dran denken oder es vor sich hinlegen. Wir nehmen jetzt einfach mal Äpfel, Erdbeeren und Walnüsse vielleicht, einfach nur als Beispiel. Und angenommen, ich denke an den Apfel oder ich schaue den Apfel an und kriege einen stark, kein Problem. Ich schaue mir die Birne an, ich kriege einen stark und ich schaue mir die Walnuss an und bekomme einen schwach. Das heißt, in dem Fall wäre es eine Testung auf Unverträglichkeit auf Walnüsse. Das heißt, Walnüsse bereiten meinem System Stress, das ist immer bei einer Unverträglichkeit oder Allergie der Fall, und entsprechend wird der Muskeltonus schwächer. Sie müssen sehr genau darauf achten, ob Sie ein Ja oder Nein testen. Ich könnte genauso nach den Äpfelbirnen und Walnüssen im Ja-Nein-Modus fragen. Da würde es dann einfach anders ausfallen. Das heißt, da wäre die Frage, okay, bin ich allergisch oder habe ich eine Unverträglichkeit auf? Dann hätte ich die Äpfel, nein. Ich hätte die Birnen, nein. Und ich hätte die Walnüsse, ja. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich vorher klar festzulegen, ob Sie im Ja-Nein-Modus fragen möchten oder ob Sie im Stress-Nicht-Stress-Modus fragen möchten. Das ist manchmal bei komplexen Sachen ein bisschen, muss man drüber nachdenken einfach. Legen Sie für sich klar fest, was Sie möchten, bleiben Sie dann auch wirklich bei dem gewählten System. Das ist erfahrungsgemäß sehr viel einfacher. Also Ohrring-Test, wie gesagt, drei Möglichkeiten von der Fingerhaltung her. Hineingeben, einmal Ja-Nein testen oder Stress-Nicht-Stress, können Sie auch gerne machen, dass Sie einmal an was Schönes denken, dass Sie sagen, letzter Urlaub, der wirklich schön war, und zum Beispiel an eine Prüfungssituation, die Ihnen immer noch so ein bisschen Unbehagen bereitet. Auch hier ist es ein klarer, deutlicher Unterschied zwischen Muskeln abschalten kurzzeitig und Muskeln anschalten, also stark bleiben oder schwach werden. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ich persönlich ganz gerne auch verwende, ist einfach eine Möglichkeit, den Finger zu heben. Ich nehme gerne den Zeigefinger. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Ich würde die Hand normalerweise aufs Bein legen oder auf einen Tisch. Ich mache das jetzt einfach, damit Sie es besser sehen können, auf der anderen Hand. Und es geht um den Zeigefinger. Ich habe den Zeigefinger als Indikatorfinger. Und ich hoffe, man sieht das in der Entfernung sozusagen. Ich mache jetzt wieder die Ja-Nein-Abfrage. Bei einem Ja, ich versuche den Finger so hoch zu heben, wie ich kann, kriege ich diese Höhe. Und bei einem Nein sehen Sie wahrscheinlich, der sperrt sehr viel früher. Das heißt, die Muskeln sperren, werden eben auch nicht richtig versorgt und sperren. Nochmal Ja, Nein. Ich versuche mit derselben Kraft den Finger nach oben, einfach den Finger nach oben zu bewegen. Ich denke wieder an Prüfungssituation Urlaub, zuerst an den Urlaub. Und an die Prüfungssituation. Das heißt wieder die beiden unterschiedlichen Situationen, die wir eben auch schon hatten. Einmal Stress, nicht Stress oder ja, nein. Je nachdem, was Sie gerne abgetestet haben möchten. Die wird nicht so häufig verwendet. Also ich mag die gerne. Das ist so eine meiner Haupttestarten. Wird von anderen nicht so gerne verwendet und klappt auch bei nicht jedem Kostteilnehmer, habe ich festgestellt. Also der Ohrring-Test klappt häufiger. Aber wer weiß, vielleicht ist es für Sie genau das Richtige. Die dritte Testmöglichkeit ist eigentlich die, die für meine Kostteilnehmer immer sehr, sehr bevorzugen und auch sehr, sehr mögen. Das ist der sogenannte Schwanktest. Da werde ich gleich die Kamera ein bisschen umstellen. Das heißt, ich werde kurz erklären, was es ist, und dann werde ich eine andere Kameraeinstellung nehmen, damit Sie gut sehen können, wie das funktioniert. Zur Theorie. Ich benutze meinen ganzen Körper als Indikatormuskel sozusagen. Also ich nehme den ganzen Körper. Wichtig ist, sich ungefähr, wenn es irgendwie möglich ist, magnetisch Nord auszurichten. Das heißt, wirklich im Erdmagnetfeld auszurichten. Magnetisch Nord, also Norden, ist immer da, wo die Sonne eben nie steht. Wenn Sie wissen, wo sie auf- und untergeht, wissen Sie, dass auf der entgegengesetzten Seite Norden ist.
reicht ungefähr, es muss nicht Grad genau sein, so 10 Grad plus minus reicht absolut aus. Das heißt, sie stellen sich hin, magnetisch Nord, wenn es geht, also mit dem Gesicht Richtung Norden schauend, stellen sich so hin, dass sie relativ instabil stehen, also keinen Qigong-Stand, keinen stabilen Stand, nicht in die Knie gehen, sondern relativ durchgedrückte Knie, also relativ gerade stehen und die Füße relativ nah zusammen, weil wir ja diese leichte Muskelkontraktion übertragen möchten in eine Bewegung. Und dafür müssen wir sozusagen ein bisschen instabil stehen, also schon stehen sie gerade, aber stehen sie nicht so, dass sie Bewegung ausgleichen können, sondern eher so, dass sie relativ gerade stehen. Und auch hier können wir wieder im Ja-Nein-Modus testen. Das heißt, ich kann fragen Ja und Nein. Normalerweise ist es so, dass wir bei einem Ja leicht nach vorne gezogen werden oder sogar stark und bei einem Nein eine Rückwärtsbewegung spüren. Das heißt, richtig im Feld etwas zurückgedrückt werden. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Oder Sie fragen wieder nach Stress, nicht Stress. Da ist es dann so, dass nicht Stress nach vorne ist und Stress nach hinten. Das heißt, wieder mit den Äpfel, Birnen und Walnüssen wäre es jetzt in dem Fall so, wenn ich jetzt nach dem Ja-Nein-Modus fragen würde, würde ich wieder bei Äpfel Nein bekommen, also bin ich allergisch oder habe ich eine Unverträglichkeit auf Äpfel, Birnen und Walnüsse, bei Äpfeln Nein, bei Birnen Nein und bei Walnüssen Ja. Ich kann aber genauso gut nach Stress und nicht Stress testen. Also bei Glaubenssätzen zum Beispiel kann ich gucken, ich muss halt vorher wirklich klar festlegen, ob ich nach Ja fragen möchte, habe ich diesen Glaubenssatz, oder ob ich ganz viele Glaubenssätze abtesten möchte und bei denen, die mir Stress bereiten, einfach eine Reaktion nach hinten in dem Fall haben möchte. Ich würde Ihnen empfehlen, weil es einfach klarer ist, wirklich im Ja-Nein-Modus zu bleiben, das heißt, mit sich selber abzumachen, dass immer, wenn Sie einen Glaubenssatz haben, wirklich eine Ja-Antwort kommt. Und mit der Nein-Antwort würde ich eben in dem Fall nicht arbeiten, sondern einfach bei Glaubenssätzen abtesten, okay, ne? Entweder ich bleibe gerade stehen, keine Reaktion neutral, und wenn ich einen Glaubenssatz habe, dann einfach mit sich selber abmachen, okay, dann eine Ja-Antwort. Also es ist wirklich eine Frage, wie man sich selber mit sich selber klar die Parameter definiert, wonach man fragt und wie man fragt. Ich werde die Kamera jetzt kurz ausschalten, werde eine Kameraeinstellung ändern, damit Sie auch sehen, wie das funktioniert, und dann werde ich Ihnen den Schwanktest in echt zeigen. So, ich habe die Kameraeinstellung gewechselt. YouTube hat leider kein Hochformat, das heißt, wir müssen ein bisschen Querformat arbeiten. Es wäre natürlich schöner, wenn Sie ganz sehen könnten, aber wie gesagt, stellen Sie sich mit geraden Füßen, Füße parallel nebeneinander hin. Und zwar so, dass sie wirklich auch beweglich sind. Also nicht wirklich so einen stabilen Qigong-Stand, sondern wirklich Füße zusammen, Knie relativ durchgedrückt, sodass sie wirklich auch eine deutliche Bewegung haben. Wir fragen jetzt einfach nochmal in diesem Modus, also ich habe mich jetzt magnetisch Nord ausgerichtet, also ich schaue nach Norden, Blick Richtung Norden, und frage jetzt einfach nochmal in unserem Beispiel nach Äpfel, Birnen und Walnüssen, also nach Unverträglichkeiten, Allergien. In dem Fall frage ich nach Ja. Das heißt, ich möchte, dass mein Körper nach vorne geht, wenn eine Unverträglichkeit da ist. Ich würde jetzt alles drei durchtesten. Bei Nein ist es entweder so, dass der Körper gerade bleibt, also eine neutrale Position, oder sogar eine leichte Rückwärtsbewegung. Ich kalibriere jetzt mal Ja und Nein. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Ja. Ist das, und ein Nein ist eine deutliche Rückwärtsbewegung. Passen Sie ein bisschen auf sich auf und gucken Sie, dass Sie dann auch wirklich zurücktreten, also dass das eine leichte Bewegung ist, dass Sie nicht stolpern. Ich frage jetzt nochmal nach Äpfel, Birnen und Walnüssen, und ich, wie gesagt, habe mit mir abgemacht, dass ich bei einem Ja, darauf bin ich, habe ich eine Unverträglichkeit oder bin ich allergisch, nach vorne gehe. Äpfel, Birnen, Walnüsse. Es war eine leichte Reaktion. Ich habe eine leichte Unverträglichkeit auf Walnüsse. Und das heißt, Sie können auch ein bisschen an der Reaktion ein bisschen kalibrieren und ein bisschen gucken, wie stark etwas da ist. Also wie sehr Ihrem Organismus das Stress bereitet, beziehungsweise wie stark die Bejahung ist. Ja, das habe ich. Daran sehe ich bei mir immer ein bisschen, wie stark ich einen Glaubenssatz habe, wie stark ich davon überzeugt bin oder wie stark eben die Unverträglichkeit ist, je nachdem, ob ich nach Ja oder Nein oder Stress, nicht Stress frage. Okay, zum Beispiel jetzt einfach bei Glaubenssätzen, dass wir das auch nochmal kurz machen.
können Sie auf der einen Seite nach den positiven Sachen fragen und dann fragen ja, nein. Zum Beispiel, ich will glücklich sein, ich darf glücklich sein, ich kann glücklich sein. Das ist so eine klassische Dreier-Kombi, die wir machen. Also ich will glücklich sein. Ich kann glücklich sein, das ist ein Unterschied. Also ich weiß, wie es geht. Und ich darf glücklich sein, also Erlaubnis oder verdienen. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Es wäre natürlich auch möglich, dass man bei einem der drei oder bei zwei oder bei drei eine Rückwärtsbewegung bekommt. Das heißt, es ist eine Verneinung. Nein, irgendetwas in mir hat einen Einwand dagegen. Wir nennen das im EFT PU, psychologische Umkehr. Dazu mache ich aber noch ein eigenes Video. Es ist einfach nur ein Einwand. Kein Problem, etwas, worum man sich mal kümmern muss. Ich kann aber auch nach negativen Glaubenssätzen, ich arbeite nicht gerne mit dieser Bezeichnung negativ-positiv, sondern einfach, es ist eine Aussage und entweder ich habe die oder ich habe die nicht. Ob sie dann gut für mich ist, ist was anderes. Es können aber auch positive Aussagen nicht gut für mein System sein. Also da bin ich mit dem negativ-positiv ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt zum Beispiel, ich gehöre nicht dazu oder ich habe kein Lebensrecht oder ich verdiene es nicht, glücklich zu sein oder gesund zu sein oder was auch immer, ist zweifellos ein hinderlicher Glaubenssatz, also ein Glaubenssatz, der eine Limitation darstellt. Wir fragen jetzt einfach mal, ich verdiene es, glücklich zu sein, um bei diesem Glücksthema ein bisschen zu bleiben. Ich verdiene es, glücklich zu sein. Ja, habe ich. Und wir fragen jetzt das Gegenteil. Ich verdiene es, nicht glücklich zu sein. Das wäre jetzt eben der Gegengleich, der Gegenvergleich. Ich verdiene es, nicht glücklich zu sein. Da habe ich ein Nein. Also nein, ich verdiene es nicht, nicht sozusagen. Also ja, ich verdiene es, glücklich zu sein. Ich habe aber auch manchmal bei Glaubenssätzen ein definitives Ja. Ich gehöre nicht dazu zum Beispiel, ist so einer meiner Klassiker lange Jahre auch gewesen. Ich teste es nochmal ab. Es ist noch eine leichte Reaktion da. Es ist noch nicht ganz weg aus dem System, weil es eben sehr viele Jahre sehr, sehr eingefleischt war, sehr neuronal, sehr, sehr gut verschaltet sozusagen. Es ist noch eine leichte Reaktion da, aber eben nicht mehr wie früher. Ich biete Ihnen einfach an, selber vielleicht jetzt mal den Test zu machen mit diesem ich möchte glücklich sein, ich kann glücklich sein und ich darf glücklich sein und eben mit dem Gegenteil vielleicht auch mal, was ich eben, ich gehöre nicht dazu oder ich verdiene es nicht oder was auch immer bei Ihnen so ein bisschen, ich genüge nicht, ist auch so ein klassischer Glaubenssatz, den fast alle haben in irgendeiner Variation, dass Sie den einfach mal abtesten und für sich einfach mal feststellen, okay, habe ich oder habe ich nicht. Und wie gesagt, der Grad. Man kann damit auch gerade abtesten, indem man einfach sagt, von 0 bis 10. 10 ist absolut wahr, ja, hundertprozentig, und 0 glaube ich überhaupt nicht, dass Sie dann einfach nach 1, 2, 3, 4, 5 fragen, also wie stark ist der Glaubenssatz. Zum Beispiel, ich gehöre nicht dazu, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, würde ich jetzt von 0 bis 10 testen. Ich kann entweder von 10 runterzählen oder von 1 nach oben zählen. Ich zähle jetzt von 1 nach oben, weil die Reaktion schon relativ schwach war. Das heißt, ich bin sehr viel schneller, wenn ich jetzt von 0 oben zähle als andersrum. 0 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3, 3 bis 4, 4 bis 5. Okay, zwischen 2 und 4 irgendetwas. Das kann man notieren und dann kann man eben mit anderen Techniken wie mit EFT oder Theta oder welcher Technik auch Sie gerne arbeiten, einfach anfangen an dem Glaubenssatz zu arbeiten. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Nutzen Sie die Techniken, die Selbsttests, probieren Sie sie einfach aus. Und wie gesagt, ne, also gesunden Menschenverstand beibehalten gilt für alles. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel, Körperwissen abzufragen.